interessant auch zu sehen, wie so eine Turbine funktioniert. Da machen sich die wenigsten Menschen einen Begriff drüber, was da für eine Technik und eine Rotation vonstatten geht, um diese Leistung zu erzielen. Wenn man eine Trage wünscht, darf man das niemals ohne so eine genannte Antirotationsleine durchführen. Sie können sich vorstellen, oder so ein Hubschrauber, der Abstrahl versetzt diese Trage in Rotation, die, ja, ich möchte sagen, mit der Gesundheit nicht vereinbar sind. Und aus diesem Grunde wird so eine Trage grundsätzlich mit einer Antirotationsleine vom Boden geführt, damit sich dort gar keine Drehung und Rotation aufbauen kann. Jetzt hat er einen Kreis rumgeflogen und setzt neu an zur Landung. Wie erklärt, dass die Leine sich beruhigt hat, weil da zu viele Strömungen sind. Der zu retten wird, in liegende Position. Mal sehen, ob das klappt, dass der hochgezogen wird, ohne dass das Seil in Schwingung gerät. Jawohl! Das haben die Jungs im Griff. Die Maschinen werden sich jetzt in der Luft verabreden, treffen und dann gemeinsam einen Überflug über die Staffel machen. Für Sie einfach zur Info, ich nutze jetzt meine Zeit. Die eine Maschine, die zum ersten Start ist, ist bei der Uhr unter 135. Das ist auch der Grund, warum der da in der Narbe diesen Zurpunkt hat. Mit dem Zurpunkt wird er dann festgemacht. Ja, es gibt hier noch verschiedene andere Zurpunkte. Und dann gibt es drei Einsatzfälle. Einmal, wir sagen, wir übernehmen die Einsatzleitung. Das soll auch die Kamera. Ja, glaube ja. Das ist die sogenannte Wärmebildkamera. Da werden denn Flüchtlinge auf den die werden dann eben, wie gesagt, auf dem Kornfeld sichtbar, wenn sie sich im Getreide verstecken wollen. Thank you.
In der Regel bringen wir Einsatzkräfte raus. Das heißt, entweder ein Feuerlöschteam, ein vernetztes Versorgungsteam oder ein Team, das eine Schleppverbindung herstellt. Der kann auch bei Katastrophen einsammeln. Ja. Wolltest du mal ein Probeliegen machen, Gabi? Kaum zu glauben, welche anderen. Jeder wollte auf einmal sehen, wie die Dinger von innen aussehen. Kommen wir in die interessanteste Halle, denn hier geht es darum, noch einmal richtig die Technik zu begutachten. Genau, und hier sind die Apparate natürlich auch zur Wahl. So, hier haben wir eine rotierende Turbine. Die müssen wir doch mal kurz im Bild festhalten, was hier drin abgeht. Das ist sensationell. Wunderschön in Einzelarbeit, die Vorkammer und alles sieht man, wo das Gemisch komprimiert wird. Und dann nachher als Leistung rausgeben. Doppelstrahltriebwerk, das ist natürlich Leistung pur. Das wird hier auch genau erklärt. Wunderbar. Wir haben natürlich auch einen Fachmann, der uns das genau erklären kann, was es auf sich hat mit diesem Triebwerk. Ja. Beim Flächenflieger sieht das ja so aus, dass die Triebwerksleistung erbracht werden, um einen Schub zu erzeugen. Das ist hier beim Triebwerk für einen Drehflügel, also einen Hubschrauber, natürlich anders, weil wir die Bewegungsenergie benötigen, um den Hauptruder anzutreiben. Genau. Das heißt, hier wird auch wie bei dem anderen Triebwerk Luft beschleunigt, komprimiert und verbrannt über einen Gaserzeuger. Das ist dann hier vorne gibt es Lufteinlass, da wird die Luft eingesaugt. Ja. Beschleunigt, komprimiert, dann hier über ein Radialfertig, dann nochmal nach außen gelenkt, auch wieder beschleunigt und komprimiert. Und hier in der Brennkammer wird die Luft dann mit Kraftstoff bestäubt, über eine Zentrifugalbestäubung, sage ich mal, und wird dann mit 2500 Grad. So. Und wie viel Leistung hat jeweils so ein Triebwerk? 860 PS. Wellen-PS. Ne? 860 Wellen-PS, okay. Das ist so wie am Prüfstand an der Hinterachse. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr schön erklärt. Ja, wir haben hier noch eine Arbeitsturbine. Ja. Das ist eine Freilaufturbine. Die wird quasi durch die verbrannte Luft angetrieben. Und diese wiederum wird dann über ein Untersetzungsgetriebe
die Welle hier antreiben. Aha, da unten. Die dann vorne ins Getriebe geht. Ah, und die treibt dann eben halt die Hauptrotorwelle an. Genau. Und die treibt das Planetengetriebe an. Ja. Und der Rotormast steckt da drin. Ja. Und der dreht dann dadurch. Und wir haben hier vorne im Gaserzeuger haben wir 51.000 Umdrehungen circa. Oh. Hier hinten beim Untersetzungsgetriebe sind wir nachher bei 39.000. Das sind Zahlen. Die Welle selber hat 6.000. Ja. Und hier oben kommen dann 342 Umdrehungen an. Super. Dankeschön. Das heißt, in einer Sekunde kommt das Blatt circa 7 Mal vorbei. Ja, wunderbar erklärt. Vielen herzlichen Dank. Sagen wir denn hier? Maximal 15. Oh, das ist ja wunderbar. Liegen zur Not noch. Das kann man auch, genau. So, und hier sind die Jüngsten schon am Mikroskop. Und haben hier die Fliegen, die Fliegenkunde haben wir jetzt hier. Visualinspektion. Das ist ja eine interessante Technik, alles was hier zu sehen ist. Wahnsinn. Und hier haben wir die Fliege. Da ist sie genau, da liegt sie, die Fliege. Und das ist so eine Wärmebildkamera. Natürlich extrem aufwendig funktioniert. Und vorstellbar, unglaubliche Menschenmassen interessieren sich dafür, für den Bundesgrenzschutz.